Nach 5 Jahren Abstinenz hat die Renngemeinschaft Aalen erstmals wieder in der Versestadt ein Autocross-Wochenende organisiert. Die Fahrer kämpften dabei in verschiedenen Fahrzeugklassen um den Tagessieg und erreichten Spitzengeschwindigkeiten bis zu 160 km/h. Dass Rennenfahren keine reine Männerdomäne ist, beweist hier Katharina Kohlung von der Renngemeinschaft Aalen in Grün, die bis kurz vor Schluss noch in Führung lag, dann aber mit einem technischen Defekt ausfiel. Halt die Fahne raus. Die Fahne ist schon wieder.